Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Wanderung, die uns von Ilsenburg mit dem Kloster und Schloss Ilsenburg auf dem malerischen Heinrich-Heine-Weg durch das Ilsetal zu den Ilsefällen führt. Auf der daran anschließenden Klippenwanderung erreichen wir auf dem landschaftlich wunderschönen Zeterklippenweg die große Zeterklippe mit ihrem fantastischen Panoramablick, die Brockenkinder und den Ahrensklint mit seinem schönen Aussichtspunkt. Über das Jakobsbuch mit der ehemaligen Glashütte gelangen wir auf dem bezaubernden, naturbelassenen Hölle-Landmannstieg zum Hohnekamm mit den Grenzklippen und der Leistenklippe mit ihrer beeindruckenden Fernsicht auf die Harzer Bergwelt. Wir wandern den Moorstieg hinab und gehen auf den Spuren von Goethe und Caspar David Friedrich zum Trudenstein. Wir unternehmen eine kurze Exkursion zum Naturerlebniszentrum Hohnehof und zum Naturlehrpfad Löwenzahn, bevor wir unser Ziel, den Bahnhof 3 an Hohne, erreichen. Von dort aus fahren wir mit den Harzer Schmalspurbahnen auf der Harzquerbahn nach Wernigerode. Am Ende dieses Videos und in der Videobeschreibung befinden sich die Zeitleiste, vertiefende Links sowie der Link für die GPX-Datei für die Wanderung. Viel Spaß beim Mitwandern! Unsere Wanderung beginnt am Bahnhof Ilsenburg, von wo aus wir entlang des Kitzsteinteiches zur Faktorei und den Forellenteichen gehen. Auf dem Harzer Klosterwanderweg überqueren wir die Ilse und erreichen die Marienkirche sowie das Schloss und Kloster Ilsenburg. Das Kloster Ilsenburg liegt an der Straße der Romanik und entstand am Ort einer vermuteten Jagdpfalz im 11. und 12. Jahrhundert. Es wurde mehr als 600 Jahre von Benediktinern bewohnt. Die Blütezeit des Klosters lag zwischen dem ausgehenden 11. und dem 13. Jahrhundert. Das an der Südseite der Kirche gelegene Kloster mit Kreuzgang und Marienkapelle wurde in der Zeit der Bauernkriege 1525 größtenteils zerstört. Heute sind von der einstigen Benediktinerabtei und der Schlossanlage des 19. Jahrhunderts noch attraktive Reste erhalten. Wir folgen den Spuren Heinrich Heines entlang des Gebirgsbaches Ilse und gehen auf zunächst leicht begehbaren Wegen mit diversen Informationstafeln zum Heinrich-Heine-Weg und zur Ilse, zum Nagelhüttenteich und zum Gesteinslehrpfad. Der kurze Gesteinslehrpfad gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Gesteine, die im Harz und insbesondere in der Gegend um Ilsenburg gefunden werden. Der dortige Gedenkstein erinnert an den Ilsenburger Hans Dietrich von Zantier, dem Vater der Idee nachhaltiger Entwicklung in der Forstwirtschaft und um 1765 Begründer der ersten Forstakademie der Welt. In der folgenden Passage wandern wir an der Sägemühle und an schroffen Quarzitfelsen vorbei zur Prinzess-Ilse-Quelle. Die Mineralquelle am Fuße des Ilsesteins befindet sich innerhalb eines schönen, im Stil des Historismus errichteten, kleinen steinernen Brunnenhauses. Wenig später beginnt der naturbelassene Anstieg des Heinrich-Heine-Weges durch das Ilsetal.
Auf einem landschaftlich sehr schönen, teils verblockten und verwurzelten Pfad folgen wir dem Verlauf der Ilse unterhalb des Ilsesteins zunächst durch urwüchsige Buchenwälder. Schroffe Felsformationen säumen den Weg. Heine beschrieb in seiner Harzreise die Ilse als Gebirgsbach, der sich mit Fröhlichkeit, Naivität und Anmut über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke hinunterstürzt, sodass das Wasser wild emporzischt und schäumend überläuft. Damals wie heute beeindruckt die facettenreiche Natur im Ilsetal und der teils tief eingeschnittene Verlauf der Ilse mit den vielen im Flussbett liegenden Gesteinsbrocken. Das Heine-Denkmal erinnert an den Brockenaufstieg des Dichters im Jahr 1824. Bei den Ilsefällen rauscht das Wasser der Ilse auf einem Streckenabschnitt von etwas mehr als einem Kilometer in mehreren Kaskaden mit einem Höhenunterschied von etwa 120 Metern talwärts. Wir folgen dem Heinrich-Heine-Weg über die Braunschweiger Hütte hinauf, bevor wir zum Schlüsselbach abzweigen. Auch entlang des Schlüsselbachs befindet sich der Wald teilweise im frühen Stadium des Wandels, weg vom ehemaligen menschengeprägten Wirtschaftswald hin zu einem wilden Naturwald, der wertvolle Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen im Nationalpark Harz bietet. Wir erreichen den Molkehausstern unterhalb der hohen Wand. Die Zeterklippen sind markante Granitfelsformationen auf dem Renneckenberg, von denen die große Zeterklippe auf 929,7 Metern liegt. Der Zeterklippenweg ist ein malerischer, teils verblockter und verwurzelter Naturpfad. Die große Zeterklippe kann über eine an dem Felsen montierte Eisenleiter und teilweise einseitige Geländer auf dem Felsplateau bestiegen werden. Von ihr fällt der fantastische Panoramablick zum Beispiel zum Brocken, nach Wernigerode und in das nördliche Harzvorland. Auch die Zeterklippen weisen die für den Harzer Granit typische Wollsackverwitterung auf. Auf einem naturbelassenen Pfad gelangen wir unweit des Brockenbettes und oberhalb der kleinen Berghütte des Skiclubs Wernigerode zu den auf 925 Metern Höhe gelegenen Brockenkindern. Sie stellen einen südlichen Nebengipfel des Renneckenberges dar. Über den Glashüttenweg erreichen wir auf dem Harzer Hexenstieg den Ahrensklint. Der Ahrensklint war unter der Bezeichnung Ahneklint, Adlerfels, die älteste Bezeichnung eines Forstortes im Schierker Gebiet.
Von der 822 Meter hohen Klippe hat man einen eindrucksvollen Rundumblick zum Brocken, zum Wurmberg, zur Leistenklippe und auf Oberschirke. Im Gebiet des Jakobsbruchs stand einst eine Glashütte. Der Hohne Kamm ist ein 900,6 Meter hoher Bergkamm aus Granit, der hier an mehreren Stellen durch Wolsack-Verwitterung bizarre Felsformationen bildet, zu denen die Leistenklippe, die Grenzklippe und die Landmannsklippe zählt. Auf dem Hölle-Landmann-Pfad wandern wir durch eine bezaubernde Harzer Naturlandschaft entlang der Grenzklippen zur Leistenklippe. Die auf 901 Metern Höhe gelegene Leistenklippe kann durch Leitern in einem steilen Aufstieg erschlossen werden. Vom Klippengipfel lassen sich unter anderem der Brocken sowie Wernigerode und Ilsenburg am Harzrand erkennen. Zudem hat man eine gute Sicht auf den Hohnekopf und die Grenzklippen. Über den Moorstieg gelangt man auf direktem Weg von den Felsformationen des Hohnekamms hinab zum Glashüttenweg. Dieser Weg führt anfangs über teils verblockte und verwurzelte Abschnitte durch einen Wald und weiter über einen Holzsteg über ein Hochmoor. Auf dem Glashüttenweg, der Name des Wegs geht auf den Transportweg zur ursprünglich am Jakobsbruch befindlichen Glashütte im 19. Jahrhundert zurück, geht es zum Trudenstein. Die Granitformation liegt auf ca. 735 Metern Höhe unterhalb des Hohnekamms. Der Name Trudenstein leitet sich von der angeblichen Ähnlichkeit der Felsen mit einer Drude, einer altdeutschen hexenähnlichen Sagenfigur, ab. Bereits am 1. Juli 1894 hat der Harzclub über Eisenleitern den Felsbrocken begehbar gemacht. 1783 soll Johann Wolfgang von Goethe am Trudenstein vorbeigewandert sein. Caspar David Friedrich, einer der bedeutendsten Künstler der deutschen Frühromantik, bildete die Formation 1811 auf einer Zeichnung ab. Vor dem Erreichen des Bahnhofs 3 an Hohne lohnt ein kurzer Abstecher zum idyllisch gelegenen Forsthaus Hohne mit dem Naturerlebniszentrum Hohnehof. Auf der Eschwegestraße überqueren wir den Wormsgraben, der zu den ältesten Hanggräben im Harz zählt. Vermutlich wurde er zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert angelegt. Am Wormsgraben zweigt ein rund 1,2 Kilometer langer Naturlehrpfad mit verschiedenen Mitmachstationen ab. Auf ihm kann man Tierspuren folgen, sich mit Tieren im Weitsprung messen, mit den Ohren der Höreule den leisesten Geräuschen lauschen und sich an der Träumereiche erholen. Wir erreichen den auf 550 Metern Höhe gelegenen Bahnhof 3 an Hohne. Vom Trennungsbahnhof der Harzquerbahn und der Brockenbahn fahren wir nach Wernigerode. Als erster Abschnitt der Harzquerbahn ging am 12. Juli 1897 die Strecke Nordhausen-Ilfeld in Betrieb. Von Norden her wurde am 20. Juni 1898 das Teilstück von Wernigerode nach 3 an Hohne fertiggestellt. Am Drängetal taucht ein Tunnel den Zug in Rauch und Dunkelheit, bevor kurze Zeit später der Blick auf das Thunkuhlental freigegeben wird. In Wernigerode endet unsere Wanderung und unsere Fahrt. Der Karte kann man den Streckenverlauf und das Höhenprofil unserer Wanderung entnehmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Viel Spaß im Harz und bis bald auf diesem Kanal.